Schön, dass so viele gekommen sind. Ich denke, wir bleiben auf Hochdeutsch. Es hat doch der eine oder andere, der vielleicht eher Französisch spricht. Willkommen hier in der agilen Ecke der IT-Beschaffung. Der Herr Mürach, der Host Uni Bern, er hat gesagt, jetzt kommt die Inspiration. Er wartet schon seit 4 Jahren auf die Inspiration. Der Stefan Sutter von der T&M und ich, Reto Madutz von SwissQ, wir werden die ganze Session ein bisschen moderieren. Wir werden 2 Vorträge haben. Ich möchte aber zuerst ganz kurz noch ein bisschen über die Historie erzählen, wie wir überhaupt hier hingekommen sind. Eben die Inspiration ist schon bald 4 Jahre her. Irgendwann gab es mal, es gab immer Interaktionen in der Presse über IT-Beschaffung. 2011 hat es uns von der Fachgruppe Lineage Scrum in der Swiss ICT ein bisschen den Deckel klopft, sagen wir. Irgendwo war es nicht mehr so gut. Wir haben gesagt, wir müssen da den Hebel ansetzen in der IT-Beschaffung. Wir sind dann mit dem Matthias Stürm in Kontakt gekommen. So ist dann 2012 die erste IT-Beschaffung Konferenz entstanden. Man hat ein bisschen das Thema Agilität angeschaut. Es gab dann 2003 so eine Idee eines Leitfadens. 2004 wurde die wirklich auch vorgestellt, aber es war immer noch ein Draft. Die große Erkenntnis war eigentlich Ernüchterung. Es gab so viele verschiedene Sichten auf den Leitfaden, dass man irgendwie schlussendlich auch gesagt hat, ein Leitfaden, ganz kurz, wie man sich ihn vorgestellt hat, das geht fast nicht. Das Interessante war, ganz am Anfang hatten wir die Juristen gefragt, könnt ihr uns helfen? Die haben gesagt, wow, nein, Agilität und Vertrag, das geht gar nicht. 2012 war das immer noch so, 2013, ja, da kam es also langsam hoch. 2014 war das Thema agile Vertrag sehr aktuell. Und das wird auch jetzt, 2015, wirklich der Fokus sein. Also wie gehen wir wirklich in die Umsetzung von agilen Projekten, die irgendwie beschafft worden sind? Und was bedeutet das für den Vertrag? Dieses Bild kennen Sie sicher auch, diejenigen, die schon ein paar Mal dabei gewesen sind an der IT-Beschaffungskonferenz. Wir haben ganz am Anfang geschaut, ja, wie sieht das überhaupt aus in der Beschaffung selber. Man hat dann ein bisschen geschaut, was muss eigentlich vorher passieren, also wie müssen diese Unterlagen aussehen, die überhaupt in die Beschaffung reingehen. Heute werden wir darüber sprechen, wie sieht es überhaupt aus nach der Ausschreibung. Ganz, ganz wichtig da, Vertragsabschluss. Oder? Also wie arbeiten wir zusammen? Wir haben 2 Vorträge. Der erste Vortrag ist von Arthur Tomczak. Er wird uns etwas erzählen aus dem Postkonzern. Ganz viele Sachen wurden dort entwickelt und es wurde beschafft, ohne dass man eigentlich wusste, was das Ziel ist. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung in der Agilität. Man hat irgendwann ein Pflichtenheft, aber man kann es nicht in die Detailtiefe genug gut spezifizieren. Das ist ein Praxisvortrag, er wird uns erzählen, wie das geht. Dann kommt der Thomas Molitor von CrossMind und Christian Laux von Laux Lawyers. Sie werden zeigen, wie man zusammenarbeiten kann mit der agilen, mit dem Agile Agreement und werden uns das vorstellen. Und die Idee ist eigentlich, dass man zweimal 30 Minuten hat, dass wir nachher noch 30 Minuten Diskussion haben, dass Sie wirklich auch die Leute hier challengen können und sagen, ja, also sorry, funktioniert jetzt das wirklich auch? Ja. Ich freue mich auf diese Vorträge, Vortrag 1. Wunderbar, vielen Dank, Reto. Hört man mich da? Ist das so in Ordnung? Gut. Also, super, dass ich hier heute vortragen kann. Da sieht man schon meinen Namen, dass ich kein Deutscher, aber auch kein Schweizer bin. Ne? Und hätte man auch an der Aussprache vermutet. Ich komme aus dem Land zwischen hier und Ural, also aus polnischem Krakau, wunderschönen Krakau. Bin hier aber 20 Jahre schon hier, ziemlich lange in der IT, habe hier studiert in der Schweiz, sogar hier an der Berner Fachhochschule und freue mich riesig, euch dann hier eben zum Thema Wetterausschreibung. Ich war 5,5 Jahre bei der Post und durfte dort Wetterausschreibung mitgestalten und dann später war ich da ziemlich tätig operativ in dem ganzen Projekt. Ich habe mir überlegt, ich werde das Vortrag, ich habe 30 Minuten in 2 Teilen machen. Erstes Mal sage ich, was wir bei der Post erreicht haben, was war die Ausgangslage und zweitens, so vielleicht 10 Minuten mache ich noch Best Praxis. So meine persönliche Erfahrung, dass ich möchte euch gerne weitergeben für künftige Projekte.
zu mir, ich bin vor 4 Tagen 40 geworden. Als ich die Folien hier abgeschickt habe, Mann, ich muss schon 4-0 schreiben. Ich dachte mir, das ist ein alter Mann. Okay, also ich bin jetzt in einer kleinen Firma, die Firma heißt Expert Insights. Wir sind 3 Personen, wir sind spezialisiert vor allem in dem Project Management. Ich bin auch bei Swisscom, beim Bund zurzeit, beim Bundesamt für Umwelt, begleite die Firmen eben nicht nur in dem Project Management, als Product Owner in Scrum, aber auch probiere eigentlich diesen Change, Veränderungsprozess zwischen Wasserfall Richtung Scrum zu machen. Gut, jetzt das Projekt Nemo. Nemo steht für 2 Sachen. Das ist am Anfang Neugestaltung Mobile Computing. Und dann später haben wir gemerkt, während des Projekts, da gibt es noch so einen Film, Findings Nemo, habt ihr sicher mitbekommen. So Fische und Crush und so. Und da haben wir dann plötzlich eben diesen Nemo-Fisch uns als Logo für das Projekt genommen. Gut, aber jetzt zur Post. Die Post heute gestaltet sich so, das sind 3 Aktiengesellschaften. Ich hatte hier Auftraggeber, 3 Stück, also Postmail, es geht um die Briefe, Pakete und Poststellenverkauf, kennt ihr sehr gut. Die Post als Konzern hat über 40.000 Angestellte und die dann eigentlich das Produkt, was wir entwickelt haben, genutzt haben, waren über 20.000 oder 22.000 Personen verteilt auf diesen 3 Bereiche. Wo standen wir am Anfang im Projekt? Also wir hatten eine Infrastruktur, das sind die Geräte, rechts 2 Typen, ziemlich veraltete Geräte, sehr end of life, im Sinne, dass es keine Ersatzprodukte, also keine Ersatzteile mehr gab. Das System da drauf war ein System, ein Moloch für sich, das heißt, man hat etwas hier angepasst, man hat viel ändern müssen und viele anderen Orten, sehr an Hardware gebunden mit .NET. Wir hatten eine ganz starke eben Hardware-Bindung, das heißt, man konnte nicht die Software portieren auf andere Geräte. Ein Lieferant und wir waren sehr, sehr langsam mit der Entwicklung, also 2 Releases pro Jahr. Und da kennt ihr das aus der Praxis, das ist sehr, sehr ungemütlich für die Marketingleiter, wenn die sagen, wir haben ein neues Produkt, wir möchten relativ schnell Time to Market haben. Und nein, komm mal, nach Monaten sind wir soweit. Und viele Wünsche, viele Optimierungen, viele Verbesserungen sind ja auch vor allem aus Business, Abläuferänderung, aber auch in der Handling, in Scanning-Geschwindigkeit, Performance etc. Das war die Ausgangslage. Was haben wir erreicht? Am Ende hatten wir die 22 Apps. Wir haben das System eben sehr modular aufgebaut. Ein System in sogenannten Apps, kennt ihr. Jeder hat hier ein Smartphone. Wir haben dafür 12 Monate gebraucht. Wir haben ein super Time-to-Market erreicht. Wir haben Vorteile in puncto Produkte, also puncto Finanzen, also im Betrieb, aber Weiterentwicklung erreicht. Die Abhängigkeiten zu Hardware, aber auch zu den Lieferanten, zu Software ist extrem runtergegangen und der Change, das war auch ein ganz wichtiges Thema, ein Thema, der innerhalb der Konzernpost, wir haben damit auch mit diesem Projekt erreicht, dass wir gezeigt haben, es geht auch agil, man kann Software entwickeln auch agil und es funktioniert und das hat ein bisschen seinen Veränderungsprozess ausgelöst. Wie haben wir das gemacht? Hier rechts ist ein Foto von seinem Demo-Review, wo die alle Firmen, die involviert und Businessleiter involviert waren, sitzen dort im Raum. Wir haben das natürlich eben mit Scrum. Wir hatten 6 Partner plus IT-Post. Das sind, glaube ich, hier 1-2 Personen von IT-Post auch hier vertreten. Freue mich. Ihr sagt, wenn ich etwas Falsches sage. Insgesamt waren wir dann eben über 100 Personen. Also alleine die Entwickler, also die Partner, die wir hatten, die 6 Firmen. Das macht schon je nach unterschiedliche Teamgröße 8 bis 12 Leute. Dann könnt ihr sich vorstellen, das waren schon 70, 80 Leute plus noch Businessleute etc. Also sehr viele, 25 Sprints, also die 2-wöchige Sprints auf ganzes Jahr verteilt. Ich durfte auch im 2-stelligen Millionenbereich das Programm leiten und wir hatten auch immer wieder, und das sind die größte Herausforderung, die ich sehe an diesem Projekt, das sind die Anbindung, rechtzeitige Anbindung von den unterschiedlichen Backend-Systemen. Wir haben das Ganze aufgegleist, das Ganze wurde aufgegleist in seinem ganzen Programm, der über die 3 Jahre lief, wir hatten Vorarbeiten und hier möchte ich jetzt hier bleiben. Vorarbeiten, das ist wie auf der Reise, ich fuhr früher, jetzt fliege ich nach Polen, da muss man packen, ne? Gut sich vorbereiten, einstellen, wo fahre ich hin, tanken etc. Und Vorarbeiten in seinem Programm geht es darum, dass man sich überlegt, generell, welche Vorgabe gebe ich jetzt an meinen Partner. Wir hatten Gott sei Dank, ein kleines Team, nachher von IT Post, die haben dort gesagt, okay, die
sollen jetzt ein oder ein, zwei App entwickeln und testen, also pilotisieren. Wie ist das Vorgehen? Welche Architekturvorgaben müssen wir da machen? Welche Tools setzen wir ein? So quasi sein Basis schaffen. Auch wichtig, auch später für die Schätzung, oder? Wenn man sich einen vorstellen kann, so ein Riesenmonster in 22 Apps oder 27, am Anfang hatten wir noch von 34 Apps gesprochen, dann wird der Verwaltungsrat wissen, wie viel wollt ihr, wie viel braucht ihr. Und da braucht es natürlich Basis dafür, dass man das schätzen kann. Und das war auch sehr wertvoll. Und dann haben wir einen kleinen Pilot machen, eine kleine App entwickeln und schaut, wie lange haben sie es gebraucht, welche Velocity hatten sie, etc. Und so kann man dann hochfahren mit den Zahlen. Vorbereiten, also dort aber auf der anderen Seite nicht zu viel Vorgaben geben. Ne? Ich habe dann auch immer wieder probiert, auch nicht, weil Vorgaben töten Innovation in solchen Projekten, agilen Projekten. Wenn Sie zu viel vorgeben, auch bei der Ausschreibung zu viel vorgeben, dann geben Sie keine Möglichkeit, keine Flexibilität den Partner, ihre Innovation, ihre Velocity in ihren gewohnten Tools oder Umgebungen zu arbeiten. Und dort hatten wir auch diese Wettausschreibung. Da haben wir Gegenstand von Wettausschreibung war nicht die Ware, nicht die Software, sondern Experten. Wir haben klar gesagt, wir suchen Experten. Wir als Post, als Konzern, haben nicht genug Ressourcen, um solchen System abzulösen. Wir suchen demnächst Experten. HTML5, JavaScript, wir suchen Business Analysten, wir suchen Scrum Master, wir suchen Leute, die uns unterstützen können, in kurzer Zeit so viele Apps zu entwickeln. Und das war eigentlich das Gegenstand von dieser Ausschreibung. Es haben sich ziemlich viele, 37 oder fast 40 Partner beworben. Am Ende haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt Rahmenverträge mit 6 Partnern. Die haben in der Ausschreibung bewiesen, mit ihren Referenzen, mit ihren bisherigen Projekten, nicht unbedingt in der Logistikbranche, dass sie eben genau die Technologie, die Tools, das Vorgehen, dass sie kapieren, was eigentlich Scrum Master Rolle, was seine Aufgabe ist, etc. bewiesen. Und so konnten wir eigentlich dann am Ende diese Rahmenverträge. Und die Rahmenverträge haben vor allem gesagt, welche Rolle zu welchem Preis, Stunde oder Tages. Und das war's. Und so sind wir eingestiegen in das Projekt. Ich leitete Programm App-Entwicklung. Das Ganze wurde entwickelt so, dass man noch parallel dazu Evaluationsgeräte gestartet hat. Also das heißt, wir hatten nicht von Anfang gewusst, am Ende, ob wir das auf Android und Gerät so und so, Samsung S6 laufen lassen oder wie wir es heute das haben, Intermac. Es ist cool, wenn man Software entwickelt und man weiß nicht, worauf die Software laufen wird. Und damit haben wir auch bewiesen, dass wir völlige Trennung, Abhängigkeit zu der Hardware erreicht haben. In der Entwicklung habe ich dann gesagt, okay Leute, wenn wir jetzt erste Apps haben, kaufen wir erst Samsung S3 mit Android, das ist unser Betriebssystem, worauf wir uns geeinigt haben, und die sollen laufen. Und mit dem haben wir alle 2 Wochen getestet, die Apps. Bis wir das Gerät, bis das Projekt ausgespuckt hat, okay, das ist das Gerät. Das dritte Projekt war das dann das Rollout und Einführung etc. Ich muss mal einen Gas jetzt geben. Wie viel habe ich jetzt? 10 Minuten. Noch? Nein, 20 Minuten. 20 Minuten. Okay, hier eben, da seht ihr, Nemo, die schöne Tierchen, da habe ich Freude. Hier ganz kurz zur Architektur, eben Moloch. Viele Backend-Systeme, neu, viele Apps, viele Optimierung, neue Apps, neue Funktionalitäten. Das ist das Wichtigste. Und hier, das schöne Zahl. Eben, ich habe budgetiert, glaube ich, mit 34. Später, als ich begonnen habe, dachte ich, es werden irgendwann 27 Apps geben. Management hat mich immer gefragt, Arthur, wie viele Apps baust du eigentlich? Ich habe nicht gewusst. Keine Ahnung, wir wissen nicht. Wir haben während der Entwicklung gemerkt, okay, es macht Sinn, die 2 Apps zusammenzulegen. Oder und umgekehrt, 2 Apps auseinanderzunehmen, weil es zu groß sind. Und so hatte ich das angependelt. Am Ende waren nach 12 Monaten 22 Apps. Ich stelle dir schon hier vor, an der Stelle, ihr macht eine Ausschreibung von 34 Apps, Fixpreis. Ich sage nichts mehr. Setup von Scrum, das sind so ein paar meine persönlichen Überlegungen. Ich habe Scrum nicht so gut gekannt, aber ich habe mir Leute geholt, die mir geholfen haben, Scrum zu verstehen. Und das Wichtigste ist bei Scrum, vor allem in seinem großen Konzern, ist, dass man die Kompetenzen hat. Kompetenzen hat, Scrum einzuführen, Scrum anzuwenden und konsequent dabei zu bleiben. Und das scheitern, viele Projekte scheitern darunter, wenn man das nicht hat. Auch Leute schnell einzustellen. Es ist oft, ich brauche irgendwie jemand, fällt mir weg in meiner Organisation. Ich habe innerhalb von 2, 4 Wochen Leute eingestellt in meinem Core-Team. Mut, das sowieso, Management-Unterstützung, Management-Attention. Der CEO von PostMail oder der CEO von PostLogistik,
Dann habe ich immer wieder getroffen. Seid ihr da? Glaubt ihr jetzt Scrum? Ja klar, machen wir es. Und sie haben das Gleiche erzählt weiter in ihrer Organisation. Weil es sind sehr viele Leute vom Business, die ihre Resistenz oder Unzufriedenheit vielleicht gegenüber Scrum hatten. Aber wenn ein CEO sagt, mach das, glaubt ihr, vertraut den Tipp, das kommt schon gut. Managementation ist A und O bei einem Veränderung. Netzwerk, Networking, sowieso. Hier seht ihr, das ist unser Kickoff. Da haben wir schon bereits damals in Stade de Suisse T-Shirt kreiert. Da haben wir damit eigentlich den Partner genommen, den Product Owner von mir, den Scrum Master, den Business Analysten, den Entwickler. Und so hat sich das Ganze dann Scrum Team schon bereits an einem Tisch kreiert. Und dann bin ich gegangen als Program Manager und habe gesagt, an dem Tisch, Leute, kriegt ihr die App Nummer Zustellung oder Bar Bezahlung, was auch immer. Und da hatten sie eine App, ein Fokus, ein Produkt, ein Team. So von Anfang an. Organisation, ganz kurz hier. Eben am Ende hatte ich 4 POs mit je 2 Firmen. Ich hatte unter mir Enterprise QV, der für Qualität gesorgt hat, Architektur, Enterprise Scrum Master. Und wichtig, die grüne Kästchen, das sind Businessleute. Und Achtung hier, Businessleute, die in den Unternehmen sitzen auf dem Stuhl, sind nicht die Businessleute, die Endbenutzer sind. Also die denken schon anders. Nimmt in Scrum-Projekten Endbenutzer. Die sind die, die müssen in das Scrum-Entwicklungsteam mitmachen. Weil das sind genau die, die dann das Produkt einsetzen, Tag für Tag. Und da habe ich auch meine Erfahrung gemacht in diesem Projekt und immer mehr aus dem Frontleiter in das Team, in das Entwicklungsteam reingenommen. Das ist entscheidend, sehr wichtig in der agilen Softwareentwicklung. Das heißt, die sind schon verteilt gewesen, eben hier unser Kollege von IT Post und dann noch ein Fehler, der ich nachhinein sehe, ich als Fehler, technischer Projektleiter Backend. Streichen, rote Kreuz drüber, jetzt würde ich nochmal sowas machen, vergiss dir, integriert dir auch ins Team. Jetzt, wenn ich mal nochmal machen würde, würde ich das Team hier streichen und die Personen hier, die für die verantwortlich für die Anbindung und den Backend-System sind, voll integrieren in die einzelnen Teams. Das ist klar, ein PO, ein Scrum Master von Lieferant, ein Produkt, go. So hat das eigentlich Portfolio gesehen, ich saß da oben, habe eigentlich mein Ziel gehabt mit so und so vielen Apps, eben da stehen die 22, am Ende, am Anfang hatte ich viel mehr und habe dann von Sprints alle 2 Wochen gesehen, wie sind die einzelnen Fortschritte in einzelnen Teams, ja, 7 Teams. Und so habe ich dann auch eigentlich gesagt, okay, wenn ihr mit der App Nummer 1 oder 2 fertig seid, gebe ich euch eine zweite App. Ich habe nicht von Anfang an gesagt, die Firma entwickelt 3 Apps. Nicht gemacht. Und das finde ich schlecht. Und eine Firma hat schon 3 Apps, dann vielleicht lernt sich ein bisschen, geht von dem Pedal runter. Hier sieht man auch schön noch, ne? Samsung S3, Demo. Das könnt ihr euch vorstellen, mit seinem Gerät, der Zusteller kommt und bringt euch Päckli. Ne? Am Ende hatten wir ein super professionelles Gerät, Intermac. Eben hier noch Scrum, Insel. Wir hatten dann, ich habe die Kompetenzen gehabt und gesagt, ich muss aus dem Konzern raus, ich brauche eine Insel. Scrum gehört dazu, es ist völlig vieles Neues. Das heißt, habe ich gesagt, wir brauchen eine eigene Räumlichkeiten, wo wir die Leute zusammen fortbringen und die können sich auf das Produkt fokussieren. Und so haben wir eine Art von Insel gebaut. Hier sieht man, ich habe 2 Stockwerke gemietet. In jedem, hier Kaffee noch wichtig, das ist ein zentraler Punkt in der Softwareentwicklung. Jeder Raum, ein Team, cool. Management by walking, morgen. Gehe ich von Zimmer zu Zimmer und schaue, ist IBM schon komplett da? Na, wie geht es euch, Leute? Jeden einzelnen Hand geben. Das ist Scrum. Zusammenarbeiten in einem Stockwerk, Kaffee, Austausch. Budget. Eben, ich habe es gesagt, budgetieren. Wir hatten da gute Vorgaben, weil die Kollegen von IT Post haben da eine App entwickelt. Aber hier, ich habe dann Stand, ich hatte glaube ich nicht viel Zeit, aber Stand von diesen großen Frage, wie viel soll ich dann Millionen budgetieren für das Projekt? Und da trifft man sich eben entweder solche Hochrechnungen oder halt Annahmen. Eine App kann nicht 1 Million kosten. Vielleicht eine ganz große. Eine 500.000. Also man kann Annahmen treffen und ich glaube, Leute, die schon bereits Apps entwickelt haben, die kennen schon, wissen ungefähr, was sie sind. Und so bin ich dann hoch auf die Budgetierung gekommen. Ein Quervergleich ist sehr gesund. Und Kostenplanung, das ist mir wichtig. Alle 2 Wochen bei Scrum, das ist der große Vorteil, sieht man, woran ich stehe. Ich sehe, wie viel Kohle habe ich ausgegeben, was ist der Fortschritt pro App, was ist der Fortschritt auf
Burning Down Chart, also wann sind Sie fertig? Oder? Und wie ist die Qualität? Wie viele Bugs haben Sie? Und da habe ich da ein Excel gebaut. Ich habe sogar nicht gemeint, das ist mein Projekt hier und keine SAP, ein Excel. Habe hier meinen Product Owner gehabt. Hier waren die Partner, meine Apps und habe gesagt, pro Sprint plane ich. Von Anfang an eine Summe habe ich genommen und habe aufgeteilt. Pro Sprint so viel. Und da habe ich immer alle 2 Wochen das hier von links nach rechts korrigiert und geschaut, wo bewege ich mich. Wo bin ich dann fertig? Wann geht mir mein Geld aus? Und das ist eigentlich mein Cockpit. So schnell fahre ich nicht, aber ich habe das extra genommen. Für mich ist das Velocity, Produktivität. So kann ich jetzt hier drücken. Hier wichtig, Kohle, Budget. Das muss man im Auge behalten. Hier meine Risiken, das ist der Temperatur oder Öl. Das ist die Awareness von Teams. Drehzahl von der Maschine. Wenn sie zu einem roten Bereich kommen, dann geht es den Leuten nicht gut. Und wir haben Berichte, ich habe alle 2 Wochen Berichten von allen verlangt, wo sie genau diese KPIs mir geliefert haben. Und so habe ich alle 2 Wochen schon gewusst. Dann Impediments, die da hier, die müssen sofort weg. Mein Job war auf der Stufe vom Programm, die Impediments vom Tisch zu schaffen. Damit sie arbeiten, jetzt könnt ihr sich vorstellen, 70 Leute sitzen in einem Stockwerk. 1 Stunde, wie viel Geld ist das, die da durchkommt? Und wenn sie 1 Stunde nicht arbeiten. Und mein Lieblingschart, Burn-Down-Chart in Scrum. Ich weiß, wann ich fertig bin, wann ich komme in Berlin. Übrigens, meine Frau kommt aus Berlin, deswegen habe ich in Berlin. Beschaffung, keine Ware, sondern Experten. Nehmt ihr mit. Die Rahmenverträge, das ist wunderbar. Mit juristischen Abgeklärten, wir schreiben Experten aus, wir schreiben die konkrete, welche Rolle, mit welchen Senior, Professional, Junior. Und mit dem, innerhalb von diesem geschützten Rahmen, innerhalb von diesem Partner, kann man unterwegs sein. Und vielleicht hier noch ganz wichtig, eben nicht von Anfang an einem Partner sagen, du entwickelst oder du backst für uns Brot. Bring mal erstmal Eier und Mehl. Und wenn das passt, dann fahren wir weiter. So steuern wir auch dann die einzelnen Partner. Hier komme ich jetzt langsam zu Resümee und ich gehe hier jetzt in den zweiten Teil vom Vortrag, wo ich mehr euch geben möchte, meine persönliche, gut, ich bin gut on time, meine persönlichen quasi Feedbacks und Best Praxis ja, für euch. Diese 2 Bilder symbolisieren hier was? Wasserfall und Scrum. Und jetzt die erste Frage. Wer kann sich was vorstellen unter Scrum? Also fast alle. Okay, 2. Frage. Wer setzt operativ bereits schon Scrum? Also etwa 50% weniger, habe ich richtig geschätzt. Okay, dann weiß ich ungefähr, wie tief ich in Scrum gehen soll. Also, ein Resümee vom Projekt. Produkt am Anfang 27, 22 Zeit. Wasserfallmodell waren geplant 18 Monate, wir sind in 12 Monaten fertig mit Scrum. Geld weiß ich nicht, wenn ich einen Vergleich würde machen. Ja, keine Ahnung, wie das wäre hier. Aber stell dir vor, nochmal 27 Fixpreis. Qualität, würde ich sagen, gut. Und Experten hier mit dem einen, bei Scrum, wenn Sie ein Team haben oder ein Teammitglied haben, da können Sie sagen, ich wünsche hier an der Stelle einen neuen Expert. Ich bin nicht zufrieden. Bei einem Fixpreis, wo Sie die Ware bestellt haben, können Sie nicht den Lieferanten vorschreiben, welche Experten er einsetzt. Er hat zu liefern die Ware. Und wie er zu tun hat, mit welchen Experten, das ist nicht die Aufgabe von Auftraggeber. Das ist wichtig. Ja? Man muss sich entscheiden. Bei uns war klar, wir bauen, kann man nicht, Standardsoftware. Es gibt keine Software, die man beziehen kann, Internet für Postler. Wichtig ist hier genau das Gleiche, wenn wir in die Beschaffung gehen, die sich überlegen, von Anfang an, gehe ich in die schöne Welt von Scrum, von diesen schönen Paddeln dort, oder gehe ich eben in den Wasserfall? Das ist wichtig mit der Beschaffung, weil je nach welcher Methode aus meiner Sicht Sie wählen, müssen Sie anders beschaffen. Und hier habe ich nach einem Vergleich probiert zu machen. Es gibt ähnliche Folien schon auch im Internet. Ich habe so ein bisschen das ergänzt mit meinen persönlichen quasi Erfahrungen. Und es gibt ein paar Dinge hier, die mir sehr gefallen. Also zum Beispiel Lieferung.
am Ende im Wasserfall. Hier haben wir eine Lieferung pro Sprint oder Testphase pro Sprint. Ich teste ihn fix oder in einen Fixvertrag, in Wasserfall. Schmeiße ich meine Anforderungen über Zaun, da kommen sie nach 6 Monaten und dann teste ich. Hier teste ich in Scrum, nonstop. Ich bin Mittäter, mitverantwortlich. Ich bin verantwortlich auch für die Qualität. Und ich bin verantwortlich, dass ich den Scrum-Partner rechtzeitig sage, dass das nicht geht. Oder das will ich anders haben. Vertrag, klar, Werkvertrag, Fixpreis, dort arbeite ich mit einem Dienstvertrag nach einem Aufwand. Änderungen zum Beispiel hoch im Wasserfall, tief. Wenn ich Änderungen habe in agile Softwareentwicklung, und das ist eigentlich das Schönste bei, das ist der Sinn von Scrum, dass ich kann, mit der Zeit bin ich immer weiser und weiß, was ich will, und weiß ich mehr, was ich will, und weiß ich, dann kann ich auch Änderungen einfließen in der Entwicklung. Bei dem Wasserfall ist es schwierig. Oder mit Kosten verbunden. Deswegen, es braucht so eine Art von Ausschreibung, einen Rahmen quasi, eine Straße, sage ich denen, wo ich sie nach Experten ausschreiben und nicht nach Ware. Zur Ausschreibung, das ist ganz typisch mit den Eignungskriterien, da können Sie sagen, mit welchen Firmen, welche Größe etc. Hier mit den Zuschlagkriterien sagen Sie eigentlich eben Preis, inklusive Nearshoring-Länder, wenn Sie dann bereit sind, auch im Ausland Leute zu unterstützen, Zahlungskonditionen, Projekt, Jahresreferenzen, das sind so die typischen Eignungskriterien, die Sie haben. Ganz normal, also ganz typische. Und nicht mehr, nicht viel mehr. Weil Sie müssen nicht sagen den Leuten, was Sie genau dann machen. Sie schreiben das aus. Suchen Experten. Wichtig ist, dass Sie beweisen Ihnen mit den Referenzen, dass Sie es kennen. Dass Sie ähnliche Projekte gemacht haben. Und Sie sind immer noch, wenn Sie dann 6 haben, können Sie immer noch mit 5 arbeiten, wenn Sie mit einem nicht arbeiten. Sie sind nicht gezwungen, auch mit 6 zu arbeiten. Es ist fair, wenn Sie allen Chance geben. Aber ich hatte schon während der Entwicklungssituation, wo ich gesagt habe, mit der Firma arbeite ich jetzt nicht oder ich gebe nicht eine App, und gebe eine andere, oder ich stoppe. Das hatte ich gemacht. Die Kompetenz muss man auch haben. Rahmenvertrag, ein Beispiel, ich suche 3 Firmen, ich beabsichtige etwa 3 Millionen auszugeben, in den nächsten 5 Jahren, ich nehme hier meine Tages-, meinen Entwickler, meine Technologie, ich möchte Web-Apps bauen und Abteilung Hydrologie. Das ist gerade von Bundesamt für Umwelt, wo ich jetzt einen Vortrag gehalten habe. Das war's, mehr brauchst du nicht. Ich habe dann meinen Partner, dann ist die Frage, welchen nehme ich jetzt? Und das Schöne ist, hier, ich teste meinen Partner. Das heißt, am Anfang kann ich sagen, okay, Leute, ich gebe kleine Apps an allen Partner und teste, wie sich fährt. Ob die Qualität stimmt, ob die Velocity stimmt, ob der Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und dann entscheide ich mich. Ich muss nicht mit allen arbeiten. Das ist das Schöne. Hier noch ein Versus zwischen Dienst- und Werkvertrag. Also hier im Bereich und Scrum, ich habe gesagt, Kostendacht, wir integrieren ein Product Backlog als Bestandteil im Vertrag, das ist wichtig, als Bestandteil von Einzelvertrag, als ein eigener Minitender oder Einzelvertrag war Product Backlog. Und am Anfang habe ich gesagt, da wir nicht wissen, ob sie gut sind, sollen sie mir erstmal offerieren, erste 2 Sprints. Nicht ganze App gesagt, sondern offeriert mal 2 Sprints. Nach 2 Sprints, nach 4 Wochen entscheide ich weiter, ob ich mit euch fahre oder nicht. Der Punkt noch ist sehr wichtig. Wasserfall, Fixed Price. Was meine ich? In und extern, ne? Meine ich hier. Da haben wir keinen Projektleiter, da haben wir Product Owner oder Scrum Master. Hier ein interner PL aus meiner Sicht. Er hat bestellt, er kann sich nicht hinlegen, aber es ist völlig anders, als wenn wir Scrum unterwegs sind. Hier ist die Verteilung, die Verantwortung für ein gutes Produkt liegt ziemlich auch bei Auftraggeber. Das heißt, wenn Sie ausschreiben, wenn Sie sich für Scrum entscheiden, brauchen Sie gute Leute. Sie bestellen nicht nur Experten, Sie brauchen auch Experten intern im Haus. Genau, Einzelvertrag, ich glaube, das ist das Letzte hier. Leistung, Erwartungen, DOD, Definition of Done, Definition of Ready. Also alles als Bestandteil von Einzelvertrag. Mit Kostendach, das heißt, ich habe Apps gehabt, wo ich geschätzt habe, wir machen das in halbe Kiste. Am Ende haben wir 300 ausgegeben. Das gab es auch umgekehrt. Und meine Key-Stichworte und Best Praxis. Nochmal, keine Ware, kein Fixpreis, Rahmen,
und man Experten ausschreibt und sucht und mit kleinen Minitender unterwegs ist. Man bleibt bei Scrum Konsequenz und die Sprintlänge sollen kurz bleiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir zu diesem Thema unsere Sicht einbringen dürfen. Wir haben jetzt ein Beispiel gehört, wie man mit einem sehr offenen Modell agil entwickeln kann. Und das ist natürlich das Schönste überhaupt, weil dort die Stärken des agilen Modells voll zum Tragen kommen. Und dieses Modell basiert natürlich darauf, dass man das Vertrauen hat, ohne einen Festpreis und ohne dieses klare Muster, das wir kennen, Werkvertrag mit Fix, dass wir hier zum Ziel kommen. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, dann ist das ein perfektes Modell. Und jetzt kommt die Einleitung eigentlich in unseren Vortrag. Wir werden gefragt, könnt ihr uns agil mit Fixpreis machen? Und wir präsentieren Ihnen jetzt durchaus auch zur Inspiration ein Modell, wie wir glauben, dem Titel der Veranstaltung eben gerecht werden zu können. Wie es dann eben heißt, Beschaffung einerseits und andererseits eben auch Steuerung von Informatikprojekten. Also dass das, was nachher passiert, ausgeschrieben wird, beziehungsweise umgekehrt, dass das, was ausgeschrieben wird, nachher auch passiert. Und dort haben wir eben bei einem offenen Modell sehr oft die Rückfrage bekommen, ja, das ist uns zu offen, also wir wissen nicht, was kommt und wir hätten das gerne. Und deswegen die Frage, die wir uns stellen, wie schaffen wir Voraussehbarkeit und Verbindlichkeit mit agil, schon bevor am Schluss dann das Resümee gezogen wird. Wir möchten kurz, und das ist der Teil, den ich übernehmen werde, zeigen, wie wir das etwas strukturieren. Thomas Molitor wird im Einzelnen die Governance-Modelle, also diese Steuerungsfunktionen im Projekt darstellen. Und diese sind zentral aus meiner Sicht. Also wenn wir so wollen, die Lösung liegt vielleicht viel weniger im Recht als eben in diesem Steuerungsmodell. Konkret, wenn wir Kontrolle haben im Projekt, können wir auch die Ausschreibung kontrollieren. Wir zeigen dann eben, also das ist dann der Teil von Thomas Molitor, wie Phasen aufgesetzt werden und wie mit Unsicherheiten umgegangen wird. Und dann mache ich einen Vorschlag am Schluss, wie in diesem Modell, in diesem Phasenmodell, in diesem Governance-Modell, das Sie präsentiert bekommen, wie man dann auf diese Eckwerte, die dort definiert werden, in der Ausschreibung Bezug nehmen kann. Und es ist bewusst ein Modell, das eben nicht als Rahmenvertrag, Ausschreibung eines Fahrzeugs, eines Boliden, die wir dann gesehen haben, also es beschränkt sich nicht auf diesen Dienstleister, sondern es versucht, diesen Schritt in den Werkvertrag mit Fixpreis zu gehen. Das ist die akademische Herausforderung und die Herausforderung ist, die muss auch in der Praxis funktionieren. Und dieser Diskussion möchten wir uns heute stellen. Wie sehen wir das vor? Wir möchten einen Weg vorschlagen, der im offenen Ausschreibungsverfahren funktioniert, also kein kompliziertes Ausschreibungsmodell, nicht beschaffungsrechtlicher Dialog. Wenn wir ein Riesenprojekt haben, können wir einen Dialog machen. In einem Dialog bringt man wahrscheinlich agil auch hin, aber wir möchten ein offenes Verfahren. Wir haben ein Phasenmodell. Dieses Phasenmodell ist wichtig, damit wir einen Grundauftrag definieren können. Ich würde jetzt mal sagen, so für Sockeldefinitionen, Architekturen, Sockelentwicklungen plus Option, die eigentlichen Sprints oder die gesamte Entwicklungsleistung als Sprint ist die Option. Grundauftrag definiert das Wie und auf Stufe Epic eben, also auf einer sehr relativ thematisch abstrakten Stufe, was wir tun wollen in dem Projekt und welche User-Stories im Wesentlichen darunter fallen, aber weiter geht die Definition dann nicht. Dies wird dann im Projekt gefunden. Option eben die Umsetzung dann. Zur Struktur der Option dann, wie wird die ausgeschrieben? Es sollen Entwicklungsleistungen sein, die dann eben auf, auf das Lösungsdesign in dem Grundauftrag Bezug nehmen. Auch hier natürlich ganz wichtig, dieser Bolide, den wir gesehen haben, steht im absoluten Zentrum. Wir brauchen einen fähigen Dienstleister, damit das Modell funktioniert. Also in der Ausschreibung ist dieser Anbieter sehr gut zu prüfen. Die Referenzen, ein absolutes Kernelement der Ausschreibung. Gute Infrastruktur, Continuous Integration, das muss ein Anbieter mitbringen, damit wir in kurzen Sprints sowohl entwickeln als auch testen können.
gute Prozesse, gute Mitarbeiter. Und jetzt eben die Herausforderung, wir möchten das zum Festpreis definieren. Hier die Frage nochmal, wie schaffen wir Voraussehbarkeit und Verbindlichkeit? Unsere Behauptung, weil es ein Governance-Modell gibt, Sie hören das nachher, haben wir Gewissheit und Verbindlichkeit, dass das Lösungsdesign, wie es präsentiert wird, umgesetzt wird. So bekommen wir Gewissheit über die Entwicklungsleistungen, obwohl sie im Vorfeld nicht definiert sind. Deswegen können wir dieses Ding auch Werkvertrag nennen. Wir haben Gewissheit über einen Preis, weil wir einen Maximalpreis definieren. Hier wiederum das Governance-Modell sorgt für Gewissheit, dass wir diesen Preis und diesen Maximalpreis so wie angekündigt auch einhalten können. Wir werden dann vier Preiselemente vorschlagen, das werden Sie sehen. Auf diese vier Preiselemente wird sich die Beschaffung dann konzentrieren. Konkret ein Maximalpreis wird ausgeschrieben, der kann nach einem Verfahren erhöht werden, aber nicht um mehr als ein vorbestimmtes Delta. Und der Anbieter kann Prognosen abgeben, wie sicher er ist, dass er diese Zusagen einhalten wird. Gewissheit über den Termin. Die Behauptung ist, dass agile Entwicklung Termintreue fördert. Und Gewissheit über den Anbieter eben, genau gleich wie wir es hier gehört haben, kommt dieses Element auch in unserem Modell ganz stark zum Tragen. Rahmenvertrag, um einen Anbieter auszuwählen, hier und bei uns wesentliches Zuschlagskriterium, Qualität des Anbieters. Referenzen stark im Vordergrund. Ich habe vorhin die technische Infrastruktur, die Continuous Integration ermöglicht, genannt. Und das meinen wir mit Fabrik. Also der muss irgendwo auch Technik mitbringen. Der muss nicht nur guter Entwickler sein, sondern auch eine Organisation mitbringen, die sich bewährt hat. Zwischenfazit. Wir brauchen keine genaue Funktionsbeschreibung, um einen Werkvertrag ausschreiben zu können. Solange wir Prozesse haben, die sicherstellen, dass das, was der Kunde haben will, was auf abstrakter Ebene in Form solcher Epics eben definiert ist, dass das auch umgesetzt wird. Konkret, wir brauchen, weil wir die Funktionalitäten nicht im Einzelnen definiert haben, brauchen wir Alternativen, die das Resultat sonst einfangen. Und weil wir diese Voraussehbarkeit auf dem Weg des Verfahrens definieren, können wir auch im offenen Verfahren ausschreiben. Nochmal, besondere Verfahrensarten könnten wir noch zusätzlich diskutieren. Wir möchten das nicht, weil das nur die Komplexität erhöhen würde. Wir haben gesehen, vorher eine Ausschreibung, Rahmenvertrag für Dienstleistungen, Auswahl verschiedener Dienstleister, anschließend sowas wie ein internes Auktionsverfahren. Ich gebe wenige Sprints, ich gebe eine Funktionsbeschreibung auf abstrakter Form und wähle dann aus, wen ich will. Das waren die vielen Schlüssel. Welchen nehme ich denn jetzt? Zwei, vielleicht drei, aber nicht alle. Minitender. Und eben der beschaffungsrechtliche Dialog. Alles Möglichkeiten. Wir möchten diese hier nicht diskutieren. Wir möchten ein Modell präsentieren, das aus sich selber heraus die Kontrolle gibt, also eigentlich Kontrolle durch Verfahren, Bestimmtheit nicht in der Funktion, sondern durch das Verfahrensmodell. Und jetzt eben dieses Verfahrensmodell müssen Sie kennenlernen. Ich schlage vor, dass Thomas Molitor Ihnen das jetzt präsentiert. Danke, Christian. Ja, man hört mich gut. Willkommen auch von meiner Seite. Was heißt das jetzt im Einzelnen? Was ist das Agile Agreement? Christian hat das gesagt, also ich nenne das Governance-Modell. Die Projekt-Governance ist eigentlich das Essentielle, also die Steuerung des Projekts. Ich kann eine super Beschaffung, eine Beschaffung machen für ein IT-Projekt, wenn ich es dann nicht steuern kann, dort liegt eigentlich das größte Risiko. Also brauche ich dort, muss ich den Hebel ansetzen und ich muss dieses Verfahrensmodell oder diese Governance eben schon in der Beschaffung so aufgleisen können, dass ich das genauso steuern kann. Das Governance besteht aus verschiedenen Prinzipien, Mechanismen, das schauen wir uns gleich an und kann eben im Vertragsmodell gepackt werden und auch so gesichert werden, sodass wir eben diese Voraussehbarkeit hinkriegen. Das Agile Agreement besteht aus drei Pfeilen. Das erste ist eine partnerschaftliche Kooperation, hat Arthur schon einiges dazu gesagt, ich brauche die richtigen Leute, die müssen zusammen spielen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wir nennen das Agile Codex.
braucht ein Projektphasenmodell, also ein Ablauf, wie wir arbeiten wollen. Das beginnt bei der Beschaffung und endet mit der Abnahme des Projekts. Das nennen wir ein Framework. Und dann gibt es noch den Umgang mit dem Ungewissen. Der ist allgegenwärtig. Jedes Projekt startet immer mit vielen Ungewissheiten. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Und das ist schlussendlich der Schlüssel. Grundsätze zum Agile Agreement, als wir das gebaut haben, und das haben wir auch in der Privatwirtschaft sehr oft schon eingesetzt, wir haben uns überlegt, was das zählt. Eben, es ist die Kooperation, die muss ausgeglichen sein, die Partner müssen gleich lange Spieße haben. Agilität ist ein super Mittel, und es gibt viele Vorteile, die möchten wir auch nutzen. Wir müssen die auch nutzen. Agilität ist der Ausgangspunkt, es gibt zwei Theorien. Das ist das Money for Nothing, was sagt, verbrenn doch nicht Geld, was keinen Wert ergibt. Und Change for Free, wenn ich eine Idee habe, die eine andere setzt oder etwas eben wechseln möchte, dann kann ich das auch tun, ohne ein großes Brimborium. Das reicht aber nicht, diese Theorien. Wir haben das konsequent weiterentwickelt und gesagt, gut, wir brauchen ein Management, ein stetiges Management, wie man mit Changes umgeht. Wir brauchen eine Risikoverteilung, die muss genau gleich sein, wie das kennt jeder. Sobald sich einer benachteiligt fühlt, dann wird er sicher irgendwo einen Weg suchen, diesen auszugleichen. Das Verfahren, es braucht klare Rahmenbedingungen, wie wir eben Kosten, Termine und einen unklaren Scope eben steuern können. Und wichtig, wir reden hier aus der Praxis, das Modell ist erprobt, das funktioniert nicht im öffentlichen Bereich, sondern sind wir heute hier. Dort haben wir leider noch keinen Partner gefunden, der sich das getraut hat. Die rechtliche Würdigung hat auch Christian gesagt, Werkvertrag mit Fixpreis, das ist die hohe Kunst. Aus unserer Sicht, das andere ist einfacher zu regeln. Gut, der Agile Codex, was ist das? Das ist der erste Pfeiler. Wir fördern und fordern Zusammenarbeit. Im Vertrag wird das dann oft beschrieben als, wer hat welche Mitwirkungspflicht. Wir wollten das offener gestalten und sagen, gut, es gibt in der Agilität 12 Prinzipien im Manifest, nehmen wir doch die. Beide Parteien schreiben sich auf, wer liefert was, zu welchem Punkt, dass wir diesen erreichen können. Das ist dann unser Zusammenarbeitsmodell, so funktionieren wir. Wir wollen keine vertragliche Bindung, sondern immer Exits haben nach Maß. Also wenn wir das Ziel erreicht haben, noch Geld haben, dann brauchen wir das nicht zu verbrennen, weil wir das einfach müssten. Wir sagen, gut, wir haben das erreicht, fertig, können aufhören. Kooperation, wir handeln zusammen nach diesem Kodex. Product Owner, das ist ein Product Owner ist aus unserem Verständnis eine Zusammenarbeit aus zwei Personen, einen vom Lieferanten, einen vom Kunden, die gemeinsam das Ziel und die Reise definieren müssen. Das kann nicht nur einer allein. Natürlich bringt der Product Owner von der Kundenseite den Value, dass er weiß, wo dass ich businesstechnisch hin will. Wie ich das aber technologisch umsetzen möchte, da brauche ich einen Berater und da ist eben so eine Person sehr wichtig. Auch die Projektleitung braucht es aus unserer Sicht genau gleich. Ich brauche verschiedene Ebenen, mit denen ich spielen und fahren kann in einem Projekt. Und auch die soll gemeinsam funktionieren. Das geht auch nur im Duo. Die Zusammenarbeit, das ist der Schlüssel zwischen den beiden Personen und diese Parteien müssen geübt sein in der Praxis. Das ist zentral. Also wenn ich Leute habe, die nicht wissen, wie ein Projekt führen, dann ist das sicher, sind das die Falschen in einem solchen Projekt. Zum Phasenmodell. Das Agile Framework beginnt eigentlich dort, dass es sagt, gut, bevor dass wir was irgendwas machen müssen, müssen wir zuerst wissen, was wollen wir. Und für das brauche ich ein Lastenheft. Das Lastenheft muss aber nicht hunderte von Seiten lang sein, sondern es soll das Wesentliche beschreiben, was mein Problem ist. Wir gehen auch so weit, dass wir eigentlich auch sagen, also ich gehe so weit, dass ich sage, das ist mein Problem, das ist mein Geld, bitte löst mir das in dieser Zeit. Und so wollte ich eigentlich verfahren. Es geht das nicht in jedem Fall so krass, aber im Wesentlichen ist das, was wir erreichen wollen. Wir publizieren das und sagen, gut, das ist mein Problem, mit oder ohne Budgetvorgabe, und suchen in dieser Ausschreibungsphase den entsprechenden Partner. Die Ausschreibung gestaltet sich so, wie Christian auch schon gesagt hat, wir haben eine Grundleistung und eine Option. Die Grundleistung definiert dann das Wie, also wir
beschreiben mal, was wir wollen, suchen den richtigen Partner. Wenn wir den richtigen Partner gefunden haben, schreiben wir mit dem ein Pflichtenheft, sodass wir genügend Stoff haben, um das dann umzusetzen in den ersten Sprints. Wir beschränken uns in diesem Fall dann halt auf einige User Stories im Backlog, sodass wir genügend Puffer haben für die Zukunft. Und dann ist es ein kontinuierlicher Prozess. Dort gibt es einen großen Meilenstein nach diesem Pflichtenheft, denn ich merke zum ersten Mal, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit meinem Partner oder mit meinen Partnern. Habe dann den ersten Exit, den ich wählen kann und sagen, gut, leider funktioniert es nicht, wir müssen einen anderen nehmen. Die Umsetzung erfolgt dann in zwei Teilen, wie wir das vorschlagen, mit diesem Checkpoint. Die Umsetzung ist dann eine andere Sache. Es gibt viele Lieferanten, die sind top im Schreiben von Pflichtenheften, aber dann weniger gut in der Umsetzung. Wir hatten das gleiche Problem, haben dann aber viel geübt und das auch hinbekommen. Aber auch dort merke ich dann halt auch, wie funktioniert der beim Arbeiten? Und auch der Lieferant hat die Chance zu sehen, okay, die Zusammenarbeit, wie optimal ist die jetzt zwischen uns? Und kommen wir voran dort, wo wir hin möchten? Also baue ich so einen Checkpoint ein, dass ich irgendwo in 1 bis 4 Sprints zusammen merke, okay, so wird das gehen. Das kann dann einen Einfluss haben, einen massiven Einfluss auf meinen Preis. Denn als Lieferant, der gibt zu diesem Zeitpunkt hier einen Preis ab, der er theoretisch rechnet auf einer Velocity, einer Durchlaufzeit. Mit dieser rechnet er dann seinen Preis hoch. Wenn jetzt diese Zusammenarbeit extrem stockt, dann ist meine Velocity extrem tiefer. Das bedeutet, meine Durchlaufzeit ist länger, ergo ist der Preis höher und der Termin wird sich nach hinten verschieben. Und das muss ich erproben in dieser ersten Zeit, weil es ist das erste Mal, dass diese Konstellation zwischen diesen Menschen zusammenarbeitet. Und dann erfolgen die verschiedenen Sprints und auch hier zu diesem Checkpoint habe ich einen Exit. Ich kann sagen, ich gehe raus, es funktioniert mit dir nicht, ich spreche das Projekt ab oder ich mache mit dir weiter. Wir haben dann verschiedene Größen, die wir mit diesem Zuschlag oder respektive bei der Ausschreibung mitgeben, die man dann mit der Ausschreibung der Lieferant auch angeben muss. Wir sprechen einerseits von 2 Maximalpreisen. Christian wird das noch mal erklären. Es gibt einen indikativen Maximalpreis, das ist der, den man sagt, der ist etwa wahrscheinlich, und einen maximalen, der dann etwas weiter ist, das ist eine Bandbreite, die ich mir dann gebe und sage, in dieser Bandbreite werde ich mich bewegen mit meinem Preis. Ein Safety Charge, der definiert, wie viel Risiko sehe ich in diesem Projekt drin, und das mache ich transparent und verstecke den nicht irgendwo im Preis in, sondern ich sage, ich sehe so viel Risiko auf dem definierten Preis. Ich habe einen Risk Share, in dem dass ich definiere, wie viel Risiko bin ich bereit, als Lieferant zu übernehmen und wie viel Risiko sehe ich auf deiner Seite als Beschaffungsstelle in unserem Projekt. Das bedeutet, sehen wir dann, wenn dann eben Veränderungen an dem Leistungsumfang erfolgen, die wir nicht vorausgesehen haben, dann muss irgendjemand die Kosten tragen. Wer ist dann das? Das sind dann beide, weil das ist dann nicht auf Verschulden von nur einer Partei zurückzuführen. Wir haben einen Effizienzbonus, wenn wir wollen erreichen, dass das schneller geht. Wir wollen eigentlich früher fertig sein als prognostiziert. Also wollen wir das unterstützen. Wir haben diesen Checkpoint, den wir eben auch definieren, wollen wir den oder nicht. Bei dieser Freigabe nach dem Pflichtenheft hat man dann die Möglichkeit, diesen Maximalpreis zu verändern, respektive eben in dieser Bandbreite zwischen dem ersten und dem zweiten zu sagen, okay, ich korrigiere mein Angebot hin zu dem zweiten. Das hat aber dann immer einen Einfluss auf meinen Risk Share. Logischerweise kann ich nicht meinen Preis einfach erhöhen, ohne dass ich meinen Risk Share verändere. Das ist dann ein Dealen, ein Angebot, das zwischen den beiden Parteien ausgefochten werden muss. Und bei diesem Checkpoint ist dann die letzte Möglichkeit, das Gleiche nochmals zu tun, aber auch wieder es geben und es nehmen, auf Bayerndeutsch gesagt. Das ist das, was hier funktionieren muss. Natürlich aber in Bandbreiten und in Bedingungen, die bereits bei der Publikation und dem Zuschlag erfolgt sind.
Jetzt zu dem ganzen Phasenmodell hinzu kommt noch, kommt eben diese Governance, die ist zentral, wie ich jetzt eben umgehe damit, wenn sich eben Scope verändert in dieser ganzen Ablauf von diesem Projekt. Wir nehmen an, wir haben mal beschrieben, was wir wollen. Das ist der Scope, den wir haben. Und dazu kriegen wir ein Preisschild mit einem Angebot. That's it. Das sind eigentlich die zwei Voraussetzungen. Und unser einzigstes Ziel ist, wir vergrößern diesen Kübel nicht. Wir können das Scope verändern, das kriegt dann vielleicht eine andere Form, aber das Ding bleibt gleich groß. Und es kostet immer gleich viel. Ich will nicht mehr Geld ausgeben, ich habe 1 Million auf der Seite, genau mit der will ich arbeiten. Und jetzt müssen wir einfach das so hinkriegen, dass wir diese Leistung, das Problem innerhalb von diesem Scope, also von mit diesem Geld und diesem Termin lösen. Das muss unser Ziel sein und dem halten wir fest. Daran schnallen wir eben einen Rucksack, dass wir sagen, ja gut, wir wissen alle, das wird sich wahrscheinlich nicht so verhalten, weil da ist irgendwo noch Risiko drin, also brauchen wir einen Safety Charge. Den drücken wir aus, das ist das potenzielle Risiko, das kommt. Das definieren wir eine Prozentzahl anhand von diesem Scope. Dieser Scope verändert sich, das habe ich gesagt, ständig und immer wieder. Es gehen Dinge rein, Dinge raus, die ganze Zeit. Und hinten wird produziert. Das, was man hier verändert, durchläuft den kontinuierlichen Prozess, bis es eine User Story ist. Diese User Story wird in einen Sprint überführt, das Ding wird gebaut, wird getestet, etc. Dieser Prozess, den müssen wir im Griff haben, dass sich da nicht willkürlich irgendwas ändert. Diesen Prozess nennen wir Governance-Prozess und der hat genau 5 Schritte. Das ist das Essentielle, was ich mir eigentlich als Projektleiter merken muss, wie ich dann das eben steuern muss. Das ist die zweite Komponente. Ich weiß jetzt, wie ich beschaffen muss, aber jetzt muss ich das Ding auch steuern. Der erste Schritt heißt vereinfachen. Ich habe immer Potenzial im Vereinfachen. Das bedeutet, dieses Scope, wenn es sich verändert, meistens wird das Ding ja größer. Und ich habe eine ursprüngliche Schätzung gemacht von dem Ding, was das etwa kosten will. Dann komme ich immer zum Punkt, ja, brauche ich dann jetzt wirklich, jetzt hat sich, Entschuldigung, vorhin verloren. Ich habe ursprünglich gesagt, das Ding ist so groß, es hat jetzt irgendeine Größe angenommen, plötzlich ist es doppelt so groß. Was machen wir jetzt mit dann? Das bedeutet jetzt in diesem Faktor 2 an Kosten. Das wollen wir nicht, weil wir gesagt haben, das Ding soll gleich groß bleiben. Wir geben nicht mehr Geld aus. Also ist der erste Schritt, ich versuche gemeinsam mit dem Lieferanten zusammen zu vereinfachen. Potenzial für Vereinfachung in dieser Funktion zu finden. Das finde ich immer. Es ist nur eine Frage des Wollens. Wenn ich das schaffe, aber ich werde das vielleicht beim zweifachen Größe nicht ganz hinkriegen, dann kommt ein zweiter Schritt. Der zweite Schritt heißt kompensieren. Ich darf diesen Rucksack, aus diesem Rucksack zusätzliches Geld holen, den ich ja definiert habe, ich weiß, dass das Ding größer werden wird, abholen, um diese Größe zu kompensieren. Das darf ich aber nicht willkürlich machen, es gibt eine ganz bestimmte Regel, und zwar dieser Prozentsatz, den ich definiert habe zu Beginn, zum Beispiel 10 oder 20%, exakt die darf ich jetzt für diesen Fall anwenden. Sonst ist das Problem, dass ich sofort alles verbrenne. Der dritte Schritt heißt dann reduzieren. Ich gehe auf die verschiedenen umliegenden Funktionalitäten oder User Stories und schaue, was habe ich dort für Potenzial, zugunsten meines Problems jetzt das wieder zu vereinfachen. Der vierte Schritt ist der einfachste, ist eliminieren. Ich streiche aus meinem Backlog irgendeine Funktion, die ich nicht mehr benötigen werde, wahrscheinlich die mit der tiefsten Priorität. Der fünfte Schritt, im Fall, dass man sich nicht ganz, oder diese am Anfang gesagte zweifache Vergrößerung von meiner ursprünglichen Schätzung nicht wegkriege, ich habe dann noch irgendwelche Reste übrig oder man einigt sich nicht in diesen 4 Schritten, tritt ein Eskalationsprozess in Gang, der über verschiedene Stufen hinweg geht. Der ist möglichst ungemütlich zu gestalten, sodass sich die Ebene immer wieder nach unten finden müssen und nicht das nach oben eskalieren müssen, bis hin zu einem Projektausschuss oder einem Lenkungsausschuss, der dann die letzte Instanz ist, der dann eben bestimmt, was zu machen ist.
Dieser Lenkungsausschuss hat dann aber nicht irgendeine Möglichkeit, sondern eben dann auch einen definierten in diesem Eskalationsprozess. Er arbeitet mit diesem Risk Share. Er sagt, okay, wir haben hier 10.000 oder 50.000 mehr Aufwand. Was machen wir mit dem? Wir haben zu Beginn der Ausschreibung definiert, wir teilen uns das beispielsweise zu 50-50. Das ist dann der Deal. Diesen Mehraufwand nehmen wir dann in Kauf. Das betrifft nur Mehraufwände, die ursprünglich irgendwo in diesem Scope drinnen zu begründen sind. Alles andere, was jetzt ganz in einem anderen Kontext steht, wird weiterhin irgendwie im Out-of-Scope sein, ein normaler Change-Auftrag sein. Wichtig ist, wir trainieren mit diesem Modell die Projektorganisation dorthin, Change nicht als etwas Böses zu sehen, sondern Change als ständiger, kontinuierlicher Prozess zu sehen, der immer wieder Chancen birgt, sich zu reduzieren, zu vereinfachen, immer wieder auf den Punkt zu kommen. Checkpoint habe ich schon gesagt und Efficiency Bonus ist der letzte dieser Mechanismen, die eben diesem ganzen Governance-Modell zusammenspielen. Dann gebe ich gerne wieder das Wort an Christian für die letzten, das noch 4 Minuten, für die Bewertung der Ausschreibungskriterien. Das Schild mit den 5 Minuten hängt schon eine Weile. Ich weiß nicht, wie viel es noch wert ist. Sehr gut. Also ein sehr agiles Verhandeln über den Wert eines Gegenstands. Gut, auch hier wiederum Bewertung. Vorher schon gesagt, der Lösungspartner, absolut zentral. Genau gleich, wie wenn wir einen Rahmenvertrag für einen Dienstleister ausschreiben. Der muss nachweisen können, dass er Erfahrung hat mit dem Vorgehen, welches Team er einsetzt, die Infrastruktur. Dann, er wird beim Angebot auf das Lastenheft erste Angaben zur Lösung machen, also dieses erste Lösungsdesign wird beurteilt werden, ob das vertrauenswürdig ist. Die Referenzen sind zentral und zum Preis folgendes. Wir haben gehört, dass im Rahmen des Phasenmodells verschiedene Maximalpreise geboten werden. Problem des Anbieters, ich habe das Lastenheft, das ist sehr dünn und von mir wird erwartet, einen Preis zu definieren. Ich habe das Lastenheft nicht geschrieben, ich habe zwar ein erstes Lösungsdesign entworfen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Und jetzt will man von mir auf einen variablen oder unbekannten Inhalt einen Maximalpreis. Das ist schwierig. Und dem Anbieter müssen wir helfen. Also müssen wir ihm die Möglichkeit geben, den Maximalpreis nach Kenntnis der ersten Erfahrungen zu erhöhen. Maximalpreis 2, das haben wir vorher gehört. Und dieser Maximalpreis 1 hat einen Wert, eine Zahl. Und die können wir bewerten. Wer höher ist, kann grundsätzlich mal dort mit einer niedrigeren Punktzahl bewertet werden. Der Anbieter wird aufgefordert, den Maximalpreis 2 auch anzugeben. Er hat dafür keine obere Grenze. Je besser die Ausschreibung vorbereitet ist, desto tiefer wird Maximalpreis 2 sein. Klammer auf, das wäre so ein Fall für Datenjournalismus, sage ich jetzt mal. Wenn wir ganz häufig hohe Maximalpreise 2 haben, wäre die ausschreibende Stelle gehalten, sich besser vorzubereiten. Das könnte so eine Schlussfolgerung sein. Delta Maximalpreis 1 zu Maximalpreis 2 ist eine Aussage dazu vom Anbieter. Also das sehen wir dann. Also er gibt Maximalpreis 1 ein und Maximalpreis 2. Daraus ergibt sich ein Delta. Je höher das Delta ist, desto klarer haben wir Anhaltspunkte dafür, ob dieser erste Maximalpreis realistisch ist oder nicht. Oder wie belastbar ist der? Hängt aber mit verschiedenen Faktoren zusammen, die nicht allein im Spielfeld des Anbieters liegen. Risk Share ist dieser Wert, den Thomas Molitor beschrieben hat, für den Fall, dass wir ursprünglich in den Scope platzierte Liefereinheiten, User Stories aufgrund der Projektentwicklung nicht innerhalb des Preises abwickeln können. Mit welcher Risikobereitschaft beteiligt sich der Anbieter daran? Auch das können wir benutzen zur Bewertung, wie reif der Anbieter ist, wie verlässlich diese Zahlen sind. Das
ist der Vorschlag, wie man mit diesem Modell, das wir kennengelernt haben, eine Bewertung durchführt. Ziel nochmal, um das zusammenzufassen, wir möchten uns vor Augen führen, dass wir mit einem Governance-Modell Verlässlichkeit in der Umsetzung des Projekts haben. Dieses Modell basiert auf Phasen. Diese Phasen können wir verwenden, um solche Entscheidungen zu ermöglichen, um dann diese Zeichnung, die Thomas Molitor gezeigt hat, dieses Governance-Modell anzuwenden, dass wir den Scope nicht verändern. Und das sind unsere Eckpunkte. Und aus diesen haben wir uns jetzt einzelne Werte herausgegriffen, die dieses Modell in ein offenes Ausschreibungsverfahren reindrücken, sage ich jetzt mal. Und das ermöglicht eine Bewertung. Was wir immer haben werden, ist, dass wir nachher dieses Projekt richtig steuern müssen. Weil wir aber ein Governance-Modell haben, können wir sagen, dass diese Steuerung stattfinden wird. Und das ist ja letztlich das Ziel. Wir möchten eben gerade keine ausgeschriebenen Projekte haben, die nachher explodieren. Und das hat bereits Arthur Tomczak schön beschrieben. Wir wissen schon nach 3 Wochen oder oder 2 Wochen, wie lange Sie den Sprint definieren. Nach jedem Sprint bekommen Sie ein Resultat. Und das führt zur Projektkontrolle, die wir am Schluss eben möchten. Und ich denke, das ist das Ziel und die Fragestellung der ganzen Veranstaltung des heutigen Tages und das agile Modell in der Form eben ein Beitrag zur Lösung. Und da bin ich gespannt auf die Diskussion, ob Sie darauf einsteigen. Besten Dank. Ich habe nun die Möglichkeit, ein schönes Angebot zu machen. Wir haben letztes Jahr schon versucht, im Rahmen der Erarbeitung des Leitfadens Praxispartner zu finden, die uns helfen, dieses Modell zu validieren. Und wir haben uns jetzt entschieden, von der Lineage aus Scrum-Fachgruppe der Swiss ICT ein Ansporn zu schaffen, dass wir zu konkreten Praxisfällen kommen. Und zwar sieht das wie folgt aus. Wir suchen eine Beschaffungsstelle, die ein konkretes IT-Vorhaben hat, das noch nicht ausgeschrieben wurde, dass wir nicht so in die Fallen tappen, dass im Nachgang ist man immer gescheiter, dass man verfügbare Ressourcen hat, Projektleiter, Einkäufer, Auftraggeber, die mit unserem Team zusammen diesen Case erarbeiten und dass wir dann diesen Referenzcase, wenn er mal abgeschlossen ist, verwenden dürfen für Publikationen oder für Übungen, Auswertungen, wie hat sich jetzt das bewährt, wie viel Risk Share wurde benötigt, welcher Maximalpreis hat dann wirklich zugeschlagen. Und wir von der LAS aus würden mit 2 Fachspezialisten von je 4 Tagen dieses Projekt unterstützen, dass wir die Ausschreibung agil gestalten, die Beschaffungsstrategie erarbeiten mit Eignungszuschlagskriterien und auch die Projektgovernance, wie das die angewendet werden kann. Und der Vertragsentwurf, Vorschlag für diese agilen Verträge. Wer da interessiert ist, kann sich gleich im Nachgang bei Thomas Molitor, Christian Laugs, Reto oder mir melden oder Mail an itbeschaffung@swissict.ch, die Mailadresse funktioniert. Reto hat sie getestet. Und ich erwarte da jetzt eine große Schlange. Und dann gehen wir jetzt. Vielen Dank, Stefan. Jetzt, Sie haben sicher ganz viele Fragen. Stefan und ich haben uns im Vorfeld mal überlegt, was könnten da für Fragen kommen. Das ist vielleicht eine gewisse Inspiration für Sie, den ersten Schritt zu machen. Jetzt eine Frage zu stellen, Thomas Molitor, Arthur Tomczak und Christian Laugs stehen zur Verfügung. Funktioniert das, was die beiden Herren am Schluss gesagt haben? Funktioniert das, was der Arthur gesagt hat? Ja, Thema
Code, das ist ein Thema, Bewertungskriterien ist ein Thema, Pricing haben wir am Schluss gesehen, es gab heute Morgen eine Frage auf Twitter, wie geht das mit dem Preis, wenn es 40% ist, vielleicht ist das ja eine Lösung, was ihr vorgestellt habt. Wer möchte denn die erste Frage stellen? Peter Geisbühler von der AWK. Was würden Sie für ein Setup und Vertragskonstrukt empfehlen, wenn es um eine Softwareentwicklung geht mit mehreren Lieferanten? Ich kann mir vorstellen, Ihren Vorschlag mit Werkvertrag, das funktioniert sehr gut, wenn ein Lieferant im Spiel ist. Was gibt es für eine Möglichkeit, das bei mehreren Lieferanten so anzuwenden? Ich denke, Herr Tomczaks Ansatz, der funktioniert dort auch recht gut. Merci. Also soll ich dir zuerst das Mikrofon geben? Deine Antwort ist, glaube ich, sehr kurz, oder? Weil Anwälte antworten immer lange. Also wir haben genau die Situation gehabt, wo wir die mehreren Lieferanten, also bei uns waren 6, und die Rahmenverträge und dann die Einzelverträge, Dienstverträge mit Nachaufwand, mit dem Product Backlog als Bestandteil. Ja, es gab und es war gewollt. Also ich habe deswegen auch haben wir diese Inseln geschaffen, dass sie miteinander arbeiten. Weil wir hatten ein paar zentrale Komponenten, also Scanner, die produzieren viele Ereignisse und die müssen zentral auch gehalten werden. Und jeder hat sich dort im Rahmen vom Webservice bedient. Das heißt, die Apps haben auch untereinander über Webservice kommuniziert. Und das funktioniert und Sie müssen das wollen. Ich glaube, das sind beide Aspekte der Antwort. Wenn Sie das so wollen, funktioniert es. Wenn Sie das nicht so wollen, wenn Sie sagen, Sie möchten einen haben, der hier im, für Sie gerade steht, dann fangen Sie natürlich an, Unterauftragnehmer einzubinden. Das wäre mein Lösungsansatz. Wenn Sie das nicht machen, wenn Sie mit 5 Anbietern einen Werkvertrag mit Verantwortung definieren, ich glaube, dort funktioniert es nicht. Ich habe als Anbieter auch ein Kontrollinteresse natürlich. Aber am Schluss, die Projektleitung, glaube ich, unterscheidet sich gar nicht so. Vielleicht muss ich auch noch sagen. Ergänzen. Also ich weiß am Anfang, es gibt eine Bogenkultur. Kennt ihr das? Sagt ihr das euch was? Ich wollte das unbedingt nicht haben bei uns im Programm. Also wenn Sie es merken, dass der Lieferant untereinander eine gesunde Rivalität und Konkurrenz ist da, aber sobald Lieferanten nicht miteinander, sondern probieren, besser sich darzustellen, dann klappt das nicht. Und da muss man ganz klar von Anfang an eben, das Vertrauen ist heute mehrmals gefallen, das Vertrauen, Partnerschaft, Zusammenarbeit. Und wenn Sie es merken, dass für alle genug da ist, zu holen, für die Lieferanten, dann machen Sie es mit. Zu Ihrer Frage noch, wir haben das nämlich mal probiert, mit dem Agile Agreement mehrere Lieferanten drin zu haben. Das klappt eben nicht. Es gibt die Verantwortung, der Ball wird dann immer rumgeschoben. Es klappt nur mit dem GU, das war dann unsere Lösung in dem Ganzen. Einer musste den Out anziehen. Eine andere Lösung haben wir nicht gefunden, bis dato. Weitere Fragen? Maurus Bachmann. Ich habe jetzt 2 Modelle kennengelernt, die gefallen mir sehr. Wie soll ich mich jetzt entscheiden, welches soll ich nehmen? Also ich habe verstanden, wenn ich mehrere Lieferanten habe, dann ist vermutlich das eine vorteilhafter im Vergleich zum anderen. Wenn ich jetzt mich auf einen beschränke oder eben einen GU nehme, wie finde ich das richtige Modell? Was sind die Kriterien? Rahmenvertrag versus Agile Agreement, ja? Aus meiner Sicht kein Widerspruch und ich möchte das auch ein bisschen vielleicht noch gerade stellen. Mehrere Lieferanten heißt nicht, bringt sie nicht in das eine oder das andere Modell. Werkvertrag braucht einen GU. Personal, das sie ausschreiben, braucht jemand anderen, der koordiniert. Oder? Otto Tomczak, jetzt sage ich jetzt einfach mal. Also die Organisation muss selber einen zur Verfügung stellen. Und was Sie ja wählen am Schluss, ist letztlich auch abhängig davon, wie sehr Sie sich das auch zutrauen.
wie sehr Sie sich mit einem offenen Preis oder einem offenen Scope auch wohlfühlen. Und das hängt sehr stark von Ihrer Organisation ab. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass manchmal, ich sage jetzt im Bundesumfeld, der Wunsch nach einer gewissen Präzisierung da ist. Das ist der Anlass für dieses Modell, das wir am Schluss vorgeschlagen haben. Wie sehr, für mich ist es keine Frage des Risikos, sondern Ihrer Fähigkeit, mit einem offenen Scope umzugehen. Wenn wir das als Risiko bezeichnen wollen, dann ist das die Antwort, ja. Aber noch vielleicht eine kleine Ergänzung: Produkt ist sehr entscheidend. Also, wir haben bei uns das ganze System verteilt in Produkten für die einzelnen Komponenten. Und so kann man sehr schön sagen, Lieferant A ist für App 1 zuständig, obwohl die App über bestimmten Schnittstellen, Webservices, redet mit den zentralen Komponenten. Aber so kann man es eigentlich dann klar abgrenzen. Also ich hatte auch bei mir Leute, die gesagt haben, lass uns zwei Lieferanten auf eine App setzen. Nee. Darf ich vielleicht gleich nachhaken? Also der Thomas hat das vorhin gesagt, ich habe ein Problem, ich habe eine Idee, ich habe ein Sackgeld. Das hast du gesagt. Jetzt die Frage, ja, soll ich jetzt Rahmenvertrag ausschreiben oder soll ich jetzt nach Agile Agreement ausschreiben? Weil ich habe ein Problem, ich habe eine Idee, das nennen wir es CRM-System. Ich habe ein Problem, meine Adressen sind irgendwo. Meine Idee ist irgendwie ein CRM-System, keine Ahnung, was ich da bauen soll, individual oder einkaufen oder was auch immer. Ich könnte einen Technologiepartner suchen, einen Rahmenvertrag mit dem machen oder ich könnte es so ausschreiben. Was soll ich tun? Also ich sage jetzt hier, wie ich mir das vorstelle, das ist natürlich ein Gespräch und das gestalten hier alle mit. Sie können natürlich einen Technologiepartner ausschreiben und nachher trotzdem ein Governance-Modell definieren. Wenn das für alle stimmt, dann ist das gut so. Also wenn Ihre Organisation die Ausschreibung eines Technologiepartners mitträgt und Sie mit der Ausschreibung dann durchkommen, machen Sie das. Nachher geht es um die Projektführung. Und hier können Sie mehr oder weniger methodologisch noch vorgehen. Sie können also dieses Governance-Modell auch in einer anders gearteten Ausschreibung einführen und leben. Der Punkt umgekehrt, den wir gemacht haben, ist, wenn wir harte Elemente ausschreiben möchten, dann müssen wir die irgendwo festmachen. Dazu gibt es dann eben die Phasen und dieses Modell. Das ist der Grund, wo Ausschreibung und Modell verheiratet werden. Aber es sind andere Kombinationen möglich. Philipp Doganto, PwC Schweiz. Frage an Arthur, mit Bezug auf die Post, die ja zig solche und ähnliche Projekte hat. Habt ihr dort mal auch über Präqualifikationslisten nachgedacht oder ist dort Standard, dass man eigentlich mit einem Rahmenvertrag, mit einer Rahmenausschreibung einsteigt? Ja, klar gibt es so Partner, die bereits schon mit Rahmenverträgen versehen waren, aber hier war entscheidend, dass wir hatten ganz konkret die Ablösung von den Scanner mit den einzelnen Apps. Und wir haben uns vorgängig Gedanken gemacht zu der Architektur, welche Programmiersprache, welche Technologie, welches Betriebssystem etc. Und da gab es eigentlich keine Partner, die wir in unseren, somit eigentlich haben wir gesagt, okay, wir müssen hier eine Ausschreibung machen. Also wir konnten nicht mit den bestehenden Partnern oder internen Ressourcen das Projekt challengen. Ich beantworte das die Frage, oder? Also sobald natürlich die Rahmenverträge da sind, die Rahmenverträge sind nicht gebunden an eine Ware, an ein Produkt, klar, dann bedient man sich. Ist gut so. Merci.
Esther Niefenecker, Leiterin Einkauf Energie Wasser Bern. Ich hänge noch ein bisschen bei diesem Delta, von wo man ja die Vertrauenswürdigkeit eigentlich ableitet vom Lieferanten. Aber den Bluff im schlimmsten Fall kriege ich ja nicht weg. Also wenn ich mich als Lieferant in die Denkweise reindenke, dann weiß ich ja selber, dass ich den zweiten Preis eigentlich möglichst so setze, dass ich eben gut dastehe. Also diese Unsicherheit kriege ich ja nicht raus, wenn ich selber Kunde bin. Also wenn Sie den ersten Preis tief ansetzen und den zweiten hoch, das ist nicht vorteilhaft für die Bewertung. Das Delta ist hoch. Wenn Sie den ersten Preis hoch ansetzen und den zweiten unwesentlich höher, das ist auch nicht vorteilhaft wahrscheinlich. Also es wird noch schwierig, das zu mitspielen. Also sagen wir so, das ist so die Idee des Modells ist, dass sich das gegenseitig kontrolliert. Das ist die Idee. Die Frage ist jetzt Ihre, funktioniert das wirklich? Und jetzt habe ich Gedankenspiele gemacht. Ich habe beide Preise hoch, schwierig. Ich habe beide Preise tief, schwierig. Ich habe den ersten Preis tief und den zweiten Preis hoch, auch schwierig. Führt aber zu einer Aussage über den Anbieter, aber auch über die über die ausschreibende Stelle zum Teil. Also wenn ich natürlich ganz wenig Information gebe, wie soll ich, also wenn die ausschreibende Stelle wenig Information gibt, wie soll ich als Anbieter sagen, wie viel das kostet? Das geht ja gar nicht. Wie soll ich das sagen können? Also manchmal ist es einfach so, dass man ein großes Delta eben halt einfach auf dem Tisch liegen hat. Und da wird man halt dann sagen müssen, ja, mit dem müssen wir umgehen. Risk Share wiederum als prozentuale Aussage darüber, wie fest ich mich auf den maximalen Preis 2 verlassen kann. Je mehr Risiko der Anbieter eingeht, desto fester ist dieses Ding. Alles in einem Spielrahmen drin, wo die ausschreibende Stelle bzw. der Kunde dann sehr stark über Termin und Funktionen mitdiskutiert. Also das ist, was wir anbieten können. Ich denke, diese Risk Share ist eben auch noch wichtig in diesem Kombo, das wir alle sehen. Also ein Anbieter, der den Preis dumpt, der wird keinen großen Risk Share eingehen, sonst ist er selber schuld. Weil er spekuliert ja auf Changes im Nachhinein. Und das ist, wird dann sein Verderben sein. Oder? Es gibt die eher einen höheren Maximalpreis anbieten, aber die werden dann einen tieferen Risk-Share eingehen. Das ist eigentlich das, was wir sehen. Oder auch als Privatwirtschaft kennen. Und dann die Verhandlungen starten, eben von wie bewegt man das Delta von sich vom Maximalpreis 1 und 2 und nicht auf der Beschaffungsseite bin, dann sage ich, okay, gut, je weiter, dass du dich da bewegst gegen die zwei, desto mehr Share nimmst du. Dann wächst dein Risk-Share, weil ich gebe dir ja was. Dann will ich auch was dafür. Und das ist das Spiel, das man dann eben treibt. Oder? Jetzt kann man das entweder knallhart fixieren bei der Publikation, wie das genau läuft, oder man lässt das dann eben offen für Verhandlungen. Also den Preisdumper, den kriegen Sie raus, den haben Sie nicht. Den haben Sie raus. Und ich denke mal, die Krassen, die haben Sie auch, die mit drin, ja, das ist immer ein Thema, aber das kriegen Sie auch bei einem anderen Modell nicht raus. Das ist dann wichtig, dass Sie eben dann aktiv steuern in einem Projekt. Das ist dann die Aufgabe, oder? Die nicht so einfache. Was vom Vertragsmodell jetzt nie diskutiert wurde, ist das Kündigungsregime. Ist für mich auch sehr wichtig, geht in die Richtung des Technologiepartners. Arthur Tomczak sagt sich, ich habe 5 zur Hand, ich schaue nach einer Weile und den nehme ich jetzt einfach nicht. Also im Prinzip eine Form des Mini-Tenders. Ich nehme ihn jetzt einfach nicht. Und in einem werkvertraglichen Kontext muss das dazu führen, dass man nach einem Sprint, oder ich sage jetzt mal nach gewissen Punkten kündigen können muss. Und die Philosophie von Scrum Agil ist, dass jedes Arbeitsresultat nach Vollendung eines Sprints potenziell auch verschickt werden könnte, also belastbar ist. Das ist dann wiederum die Frage an den Anbieter. Bringt er nach einem Sprint ein Arbeitsresultat in einer Weise hin, die nutzbar ist?
Wenn er das nicht hinbringt, dann ist für Sie der Moment, dass Sie selbst einen erfolgreich ausgeschriebenen Vertrag möglicherweise unterwegs abbrechen. Weil Sie sehen als ausschreibende Stelle, ja, schön und gut, und die Sprints laufen, aber die Qualität ist miserabel. Und ich will das so nicht. Weil wenn die miserabel ist und die Termintreue oder Einhaltung der Sprintansage am Anfang, was werden wir tun zu der Qualität? Wenn die nicht eingehalten wird, dann werden Sie sowieso ein Problem bekommen in der Führung des Projektes. Deswegen wiederum, der Anbieter muss sehr reif sein und in der Lage sein, gut im Rahmen von Sprints zu arbeiten. Aber das ist die Theorie, also das ist das Ziel, dass man sehr schnell aussteigen kann, jederzeit. Grünchen ist noch. Okay. Wollen Sie noch was sagen? Ja, ich wollte noch ganz ergänzen zu dieser Frage aus meiner Sicht. Also ich hatte Lieferanten, die eben sich angeschaut haben, die Business Case, Use Cases und haben, nein, wir kennen es nicht. Es ist wirklich zu wenig Fleisch und Knochen, wir können nicht schätzen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mal einen Sprint dran. Ich zahle euch einen Sprint und arbeitet ihr mit dem Businessleiter, nehmt euch Fokus, entwickelt nichts und nehmt euch Fokus mit den Business-Analysten, OKMs Engineering, mit den Endbenutzer und definiert das und stellt Product Backlog so weit, dass ihr schätzen kann. Und dann hat mir inwiefern gesagt, okay, das machen wir. Das heißt, das wäre auch etwas, was ich sehr gelebt und das haben die Partner sehr geschätzt, dass sie haben Zeit bekommen und sie haben entwickelt, im Sinn, wir haben sich eingearbeitet in das Business, in die Funktionalitäten und haben dann Product Backlog aufgestellt, ein Story Points mal so und so viel Franken und da hatten wir eine Aufwandsschätzung. Und das eigentlich bringt diesen Puffer, diese Risiken. Und am Ende kann ich immer der Lieferant gesagt, er hat es sich angeschaut, er hat es die Funktionalität verstanden und er hat es an eine verbindliche Offerte abgegeben. Ich hätte noch eine Frage. IT-Logix, wir machen im agilen Umfeld Business Intelligence Projekte und ich sehe den größten Konflikt eigentlich im Vertragspunkt am Anfang. Also dort, wo wir über Personalstellung drin sind, kann man sich natürlich sehr gut organisieren. Wo aber die Problematik, jetzt ist es zum Beispiel Maximalpreis. Wenn man also den Scope von Anfang an nicht stark definiert, wie soll ich als Dienstleister überhaupt ein Paket mit Maximalpreis 1 oder 2 überhaupt definieren, wenn wir sozusagen ein bewegliches Ziel haben? Das heißt, es ist eigentlich immer ein Schuss mit der Schrotflinte in die Luft sozusagen. Das heißt, dort müsste ich eigentlich eher hingehen, dass der Kunde sagt, ich habe eine 500.000 zur Verfügung und wir machen Design to Cost. Aber das Vertrauen wird wahrscheinlich keiner am Anfang aufbringen, wenn es sich um neue Partner handelt und nicht bereits existierende Partner, die vielleicht schon einige Projekte mit dem Kunden umgesetzt haben. Oder wie sehen Sie das? Ja. Okay. Hallo? Ja. Ja, das ist so der Klassiker, oder? Aus meiner Sicht ist die Problemstellung, also wenn man die vernünftig beschreibt, die muss nicht so detailliert sein. Natürlich hängt das stark an der Qualität aus. Das haben wir heute Morgen noch gehört. Ich war in dieser Session von den Anbietern. Was ich ausschreibe, so, was kriege ich zurück? Das ist sicher so. Aber das habe ich habe ja als Anbieter auch immer die Wahl, dieser Ausschreibung teilzunehmen oder es eben zu lassen. Wenn das aber vernünftig gemacht ist, ich war auch sehr lange auf der Anbieterseite, denke ich, sind wir professionell genug, dass wir abschätzen können, was kostet das Ding. Und wir geben mal eine Schuhgröße an. Und natürlich hängt da viel Risiko mit, aber das ist auf der anderen Seite die Beschaffungsstelle ja genau gleich. Und ich denke, was wir uns aber hier einigen, sagen beide Seiten sagen, ja, wir haben ein Risiko, wir gegen ein Wagnis sein, und das ist das Geld, das wir jetzt brauchen und mehr nicht. Und wir schauen, dass wir dort drin bringen. Das Anbieter hat ja auch die Sicherheit zu sagen, okay, ich habe einen Preis gesagt, das ist der und ich möchte mich auch da drin bewegen und nicht mehr Leistung reinpacken. Also dieses Scope Creeping, das verhindere ich natürlich auch. Genau gleich auf der anderen Seite will ich natürlich auch nicht, dass ich weniger bekomme. Also ich denke, dieses Verhandeln, das läuft dann immer. Aber ja, das steht und fällt mit der Qualität am Anfang. Wie Sie gesagt haben, das ist das Ei- oder Huhn-Problem. Ich kann mich dafür entscheiden und dann gehe ich ein Wagnis ein
Aber das können wir regeln, das Wagnis haben wir mit dem Scope Governance, können wir das im Griff behalten, sodass das nicht für beide Seiten explodiert. Vielleicht noch eine Frage. Olaf Kerwig, Sie haben gesagt, Sie wollen eigentlich ausschließlich das offene Verfahren ohne Dialog durchführen. Würde aber nicht gerade der Dialog in der Phase, wo das Lastenheft definiert oder beschrieben wurde, auch noch zusätzliche Aufklärung bieten, damit die Anbietenden dann die Chance haben, noch mehr Informationen zu gewinnen, um ein präziseres Angebot zu erstellen, dies unterstützen? Das ist ein Einzelfall, eine ganz kurze Antwort von einem Anwalt. Und die Antwort ist ja. Natürlich würde das, und jetzt kommt die längere dazu, ist ja klar. Natürlich würde es das helfen, aber Sie finden keine ausschreibende Stelle, die mit Ihnen einen Dialog durchführt für eine 500.000. Das macht einfach keinen Sinn. Und trotzdem möchten wir solche Projekte, oder vielleicht lassen Sie es ein bisschen höher sein, aber irgendwann möchten Sie oder müssen Sie eben ausschreiben. Aber es lohnt sich der Dialog noch immer nicht. Und für diesen Rahmen möchten wir eben das offene Verfahren diskutieren. Gut, wunderbar. Es ist 3 Uhr, um 3.30 Uhr geht es weiter. Jetzt haben Sie 30 Minuten Pause. Die nächsten Vorträge sind dann im zweiten Stock oben wieder. Vielen herzlichen Dank, Arthur Domczak, Christian Laux und Thomas Molitor.